Ein Holzkohlegrill ist stimmungsvoll, es riecht gut, wenn man grillt und hinterher schmeckt das Gegrillte auch sehr gut. Aber es gibt Situationen, da ist so ein Holzkohlegrill entweder viel zu umständlich oder einfach viel zu gefährlich. Zwei Alternativen möchte ich euch vorstellen zu einem Holzkohlegrill, und zwar solche, die man auch in einem kleinen Wohnmobil oder in einem Zelt sogar mitnehmen kann. Und wenn ihr dran bleibt, dann könnt ihr einen dieser Grills sogar am Schluss gewinnen. Viel Spaß! Tag zusammen und herzlich willkommen hier bei fragdenstein.de, dem Technikkanal bei YouTube. Viele von euch wissen es ja, wir haben seit einiger Zeit einen Campervan, und wenn ich so beruflich alleine oder wir zusammen auf Tour sind, dann ist es natürlich auch schön, wenn man einen Grill dabei hat. Es gibt aber immer wieder Situationen, bei denen kommt so ein Holzkohlegrill einfach nicht in Frage. Auch deswegen, weil gerade dann, wenn man im Sommer unterwegs ist, das Gras einfach viel zu trocken ist und es viel zu gefährlich wäre, mit Holzkohle zu grillen. Und deswegen habe ich mich nach Alternativen umgesehen, und die möchte ich euch gerne heute zeigen. Wir haben beide Grills schon seit einigen Monaten im Einsatz und können euch deswegen heute aus unseren eigenen Erfahrungen berichten. Der erste ist ein No-Name-Grill, den wir bei einem großen niederländischen Campingausrüster gekauft haben. Der funktioniert mit Holzkohle. Das ist aber ziemlich clever gelöst, wie ihr gleich sehen werdet. Und der zweite Grill ist der Party Grill 400 CV von Campinggas, und den hat uns der Hersteller freundlicherweise zum Testen zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal dafür. Es gibt aber darüber hinaus keine Vorgaben des Herstellers und wir bekommen auch kein Geld für diesen Test. Diesen Grill, also natürlich nicht diesen, sondern natürlich einen neuen, den könnt ihr am Schluss auch gewinnen. Wir verlosen nämlich zusammen mit Campinggas einen solchen Grill, einen Partygrill 400 CV. Alles, was ihr dafür tun müsst, das sage ich euch am Schluss. Und jetzt schauen wir uns erstmal die beiden Grills im Detail an. Der Barbecue Time Grill gehört in die Klasse der raucharmen Holzkohlegrills. Er kommt mit einer schicken Tasche, in der sich alles verstauen lässt. Wir haben den Grill jetzt etwa ein Jahr im Einsatz und er hat schon deutliche Gebrauchsspuren, aber das ist bei einem solchen Grill natürlich ganz normal. Der Grill hat einen kleinen eingebauten Lüfter und der wird über 4 AA-Batterien mit Energie versorgt. Wir benutzen immer Akkus, einfach um den Elektroabfall ein bisschen zu reduzieren. Man kann über eine Micro-USB-Buchse auch eine Powerbank anschließen, wenn man gerade keine Batterien zur Hand hat. Praktisch. Die Drehzahl des kleinen Lüfters wird über einen beleuchteten Drehregler eingestellt. Um den kleinen Grill nun anzuheizen, nimmt man ihn als erstes auseinander und trägt anschließend ein bisschen Brennpaste auf. Das macht man am besten im Kreis unten auf dem kleinen Teller. Wir haben die Brennpaste immer in einer kleinen Spülmittelflasche, einfach um ein bisschen Platz im Van zu sparen. Dann wird die Holzkohle in den Kohlebehälter eingefüllt. Wir benutzen meistens die speziell für diese Grills hergestellte Kohle mit besonders kleinen Stückchen. Dann kann man die nämlich perfekt portionieren, auch wenn man spontan mal, sagen wir mal, nur kurz für zwei Personen etwas grillen will. Deckel zumachen und die Brennpaste anschließend anzünden. Jetzt den Kohlebehälter draufstellen und sofort den Lüfter einschalten, damit die Flamme nicht wieder ausgeht. Der Lüfter facht jetzt das Feuer von unten an und sorgt dafür, dass die Holzkohle in wenigen Minuten glüht.
Es dauert tatsächlich höchstens 5 Minuten und dann kann man mit dem Drehregler den Lüfter schon wieder etwas zurückregeln. Wir haben mit diesem Grill sogar schon auf Campingplätzen grillen dürfen, die die Nutzung von herkömmlichen Holzkohlegrills verbieten. Man kann alles grillen, was auf einem herkömmlichen Holzkohlegrill auch geht. Auf die Fläche in der Mitte legen wir häufig sogar gefrorenes Grillgut, das dann langsam auftaut und dann gegrillt wird. Man muss ein bisschen aufpassen. Die Hitzeverteilung ist bei diesem Modell nicht ganz gleichmäßig. Die Platte in der Mitte heizt nach einer gewissen Zeit richtig stark auf. Zwischendurch kann man ganz nach Bedarf mit dem Regler auch noch einmal etwas mehr Power geben oder das Ganze etwas herunterdrehen. Zum Saubermachen lässt man den Grill erstmal kalt werden und kann ihn dann in seine Einzelteile zerlegen. Spülmaschinen geeignet sind die Einzelteile leider nicht. Der Partygrill 400 CV von Campinggas passt komplett mit sämtlichem Zubehör in die mitgelieferte Tasche, auch eine Gaskartusche findet in dieser Tasche ihren festen Platz. Das ist ziemlich praktisch. Mit zum Grill gehört auch ein Deckel. Er schützt beim Transport den gesamten Grill und man kann ihn als Grillhaube und auch als Wok benutzen. Man hat später die Auswahl zwischen einer Grillplatte mit Rillen, der glatten Rückseite, zum Beispiel für Garnelen oder Gemüse, und einem ganz normalen Grillrost. Die Platte darunter ist zur besseren Hitzeverteilung. Man kann sie aber auch herausnehmen. Und ganz unten sitzt dann noch die Halterung für einen Topf oder eine Pfanne. Oder den Deckel als Wok, denn der Grill eignet sich auch als Outdoor-Kocher. Und auch die drei Beine, die liegen im Grill. Sie werden jetzt einfach unten angeschraubt. Der Partygrill 400 CV wird mit Gaskartuschen von Campinggas betrieben und zwar mit solchen, die ein sogenanntes Easy Click Plus Ventil haben. Schutzkappe wird abgenommen und dann lässt sich die Kartusche unten am Grill einsetzen. Mit einem Klick rastet sie ein. Zum Grillen kann man in die untere Schale des Grills etwa einen halben Liter Wasser einfüllen, dann tropft später das Fett ins Wasser und verbrennt nicht. Der Grill hat einen Piezo-Zünder, für den keine Batterie nötig ist. Gas aufdrehen, zünden, fertig. Zum Vorheizen lässt sich dann der Deckel auflegen. Man kann ihn später beim Grillen auch benutzen, dann entsteht ein Garraum wie bei einem Kugelgrill. Dann kann man auch die Gaszufuhr wieder ein bisschen reduzieren. Die Hitzeverteilung auf diesem Grill ist durch die Verteilerplatte unten drunter sehr gleichmäßig, sodass so ziemlich alles auf dem Grill gelingt, vor allem auf dieser Kontaktgrillplatte, entweder der Seite mit den Rillen oder der glatten.
Man kann den Grill auch als Outdoor-Kocher benutzen. Wenn wir mit dem Van unterwegs sind, nutzen wir ihn oft zum Frühstück für Speck und Eier. Dann sind die Bratengerüche draußen und nicht drinnen. Wir haben uns auch einen Pizzastein gekauft. Der hier ist von Weber. Es gibt solche Steine aber auch von anderen Herstellern. So wird aus dem kleinen Partygrill sogar ein Pizzaofen. Man kann darauf entweder eine Pizza mit frischem Teig backen oder auch, wie hier, einfach eine Tiefkühlpizza aufbacken. Unbedingt beachten, der Stein wird auch auf dem kleinen Grill mörderheiß und man braucht ein bisschen Übung, damit einem die Pizza nicht verbrennt. Das Saubermachen des Partygrills ist völlig easy. Die beschichtete Platte wird einfach mit heißem Wasser und etwas Spülmittel gereinigt. Sie kann aber auch zusammen mit dem Rost und dem Topfkreuz in die Spülmaschine. Die blaue Schale und der Deckel wird mit Wasser und Spülmittel gereinigt. Fazit: Beide Grills eignen sich ganz hervorragend für Grillabende, auch dann, wenn man mit dem Reisemobil oder mit dem Zelt unterwegs ist. Der Holzkohlegrill für etwa 35 Euro wirkt insgesamt ein wenig billig verarbeitet. Der Kohlebehälter hat sich schon etwas verfärbt und auch der Grillrost ist schon angelaufen, aber er funktioniert nach wie vor gut, auch wenn die Hitzeverteilung nicht ganz so gleichmäßig ist. Unser Testsieger, der Partygrill 400 CV von Campinggas, ist ein echtes Multitalent, denn man kann damit grillen, man kann sogar eine Pizza backen und ihn auch als Outdoor-Kocher benutzen. Das System hier mit den Gaskartuschen, das ist sehr praktisch, gerade für unterwegs, weil man die Kartuschen überall auf der Welt bekommt. Das sind übrigens nicht die ganz einfachen Kartuschen, sondern solche mit einem speziellen Ventil. Das heißt, man kann die Kartusche jederzeit abdrehen, abnehmen vom Grill und auch wieder aufsetzen. Wir bewahren die Kartusche dann unterwegs im Gaskasten unseres Vans auf. Das muss man aber nicht machen. 120 Euro kostet dieser Grill. Wenn ihr auch einen solchen Grill haben möchtet, dann trifft sich das sehr gut, denn wir verlosen zusammen mit Campinggas einen solchen Partygrill 400 CV. Alles, was ihr dafür tun müsst, das findet ihr auf unserer Webseite www.fragdenstein.de/gewinnspiel1. Den Link findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das Gewinnspiel läuft ab dem Erscheinen dieses Videos 14 Tage lang und danach werden wir den Gewinner auf der Website bekannt geben. Viel Glück! Das war's für dieses Video. Denkt dran, diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!